Einen wunderschönen guten Tag. Das hier ist der Expertentalk von Würzburg Radio. Mein Name ist Carsten Lexer und in jeder Folge lade ich mir Experten ein, die zu einem ganz bestimmten Thema etwas zu sagen haben. Und ich freue mich außerordentlich, denn heute habe ich zwei Gäste hier, die zu dem Thema Innovation und Geschäftsmodell und Geschäftsmodellentwicklung etwas zu sagen haben. Ein Thema, das für jedes Unternehmen, für jedes Start-up, für alle Unternehmerinnen und Unternehmer interessant ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, Fabian und Ashley, heute mal über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe euch zwar gerade schon kurz vorgestellt, aber nochmal, was genau macht ihr eigentlich? Ja, Carsten, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Danke auch an Würzburg Radio. Ja, Thema Innovation, spannendes Thema. Mein Name ist Fabian Engelhardt, 30 Jahre alt, habe in Würzburg an der Hochschule studiert, Innovation im Mittelstand, dürfte mich also mit der Wissenschaft beschäftigen, wie man innovativ wird oder wie man Unternehmen hilft. Und mittlerweile mache ich das als freiberuflicher Trainer, Berater, Coach, wie man es auch immer nennen möchte, quasi in der freien Wirtschaft und helfe Unternehmen da, Ideen für eigene Innovationen zu generieren. Und Ashley, du bist nicht aus Würzburg, nicht? Nein, ich bin nicht aus Würzburg. Ich wohne in München. Bin extra auch heute hergefahren, um diesen Termin auch wahrnehmen zu dürfen. Auch hier nochmal vielen Dank an der Stelle. Die Frage war, was ich mache. Genau. Genau, ganz, ganz einfach im Grunde. Also ich bin auch studierter Masterand im Bereich Innovationsmanagement, doziere an den Wochenenden an der Akademie in München und berate auch Unternehmen dabei, innovative Strategien zu entwickeln, um im Prinzip Innovationen in ihren Organisationen generieren zu können. Jetzt fiel ja schon oftmals dieses Wort Innovation. Und das ist ja auch ein Wort, das schwirrt momentan durch alle Medien. Jeder redet darüber, Unternehmen müssen innovativ sein, Staaten müssen innovativ sein, ja, Europa muss innovativ sein, da taucht das ja momentan auf. Wir müssen was Neues machen. Was aber genau ist eigentlich gemeint? Also vielleicht vorweg noch die Frage, warum müssen Unternehmen, warum müssen Leute oder irgendetwas innovativ sein? Und dann natürlich die Frage, was bedeutet eigentlich Innovation? Ja, also es ist eine sehr gute Frage und es sorgt auch immer wieder dafür, dass, also dieser Begriff wird extrem stark missbraucht. Das ist irgendwo auch wieder ein Buzzword, so wie agile Organisation, ein anderes Thema, aber gehört irgendwo auch mit dazu. Ja. Ja. Und warum sollten Unternehmen innovativ sein? In allererster Linie damit, dass sie überhaupt marktfähig bleiben können. Ja, wir leben nun mal in der Zeit der Digitalisierung, der Globalisierung. Wir haben eine Umwelt, die sich so schnell verändert, dass wir fast selber nicht hinterherkommen. Und wenn wir als Unternehmen nicht drauf schauen, dass wir Nischenstrategien entwickeln, eben auch Innovationen in den Organisationen hervorbringen, dann werden wir langfristig am Markt keinen Bestand mehr haben, beziehungsweise die Unternehmen werden keinen Bestand mehr haben. Und das ist genau da, wo wir gegenwirken. Das ist der Grund, warum Innovation für Unternehmen so wichtig ist. Ja? Die Frage, was ist eine Innovation, ist eine unglaublich tolle Frage, weil Innovation wissenschaftlich erstmal oder wirtschaftswissenschaftlich erstmal unterschiedlich definiert werden kann. Ja? Also eins meiner Lieblingsdefinitionen, vielleicht schon mal gehört, von Schumpeter. Ja? Schumpeter definiert eine Innovation als schöpferische Zerstörung, ja? Also die Ablösung etwas Alten zu etwas Neuem. Okay. Beispielsweise, ein gutes Beispiel wäre vielleicht einfach die Videokassette, wurde ersetzt durch die DVD, die wiederum durch die Blu-ray. Ja, und heute Netflix, Amazon Prime. Ja, das ist so der Wandel. Also das wäre, wo ja auch viele Unternehmen dann im Laufe der Zeit auch auf der Strecke geblieben sind, die sich an diese alten Modelle rangehängt haben. Richtig, also wenn man heute 5 Jahre zurückdenkt, dann gab es diese netten kleinen Stores überall, wo man sich für 1 Euro über Nacht so eine DVD ausleihen konnte. Und dann hat man die in der Früh wieder zurückgebracht. Das ist ja heute praktisch, sieht man das ja gar nicht mehr, weil das einfach komplett abgelöst wurde. Und da wurde der Markt einfach verändert erstmal. Ja, und bis hin ja sogar das ganze Unternehmen kaputt gegangen sind, nicht Blockbuster beispielsweise, die da einfach nicht mitgekommen sind mit diesem Wandel. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt verschiedene Definitionen von Innovation. Wichtig ist es auf jeden Fall. Jetzt stellt sich aber natürlich sofort eine Frage, und zwar, was können denn jetzt Unternehmen dann machen? Also ich meine, wenn du das so sagst hier, dann klingt das ja so einleuchtend eigentlich, nicht? Ja, wir müssen innovativ sein, wir müssen schöpferische Zerstörung herbeiführen. Klingt ehrlich gesagt easy. Wie machen wir denn das jetzt? Und vor allen Dingen, wenn es so einfach ist, warum macht es dann nicht jedes Unternehmen?
Ja, also vielleicht sarkastisch gesagt, das erste Thema ist, der Marketingabteilung sagen wir mal auf Stopp zu drücken. Weil wenn ich heutzutage eine x-beliebige Marketing-Image-Broschüre, Homepage von Unternehmen angucke, ja, kann ich sofort das Wort innovativ, kreativ, nachhaltig finden. Das sind die alle. Das sind die alle, also das ist total Wahnsinn. Also es gibt eigentlich nur noch innovative Unternehmen, also eigentlich müssen wir zwei gar nichts machen. Weil das heißt, wir können aufhören hier. Wir können aufhören, weil jedes Unternehmen ist innovativ. Ja. Das heißt, da eigentlich erstmal Stopp zu drücken, weil wenn wir dann, das ist auch so der erste Schritt, wenn wir in ein Unternehmen drin sind, fragen wir erstmal, ja, wir haben ja Unternehmensbroschüre gesprochen, hier steht drin, Sie sind innovativ. Ja. Was heißt denn Innovation für Sie? Also warum sind Sie denn innovativ? Und dann gucken wir meistens in Gesichter, die nicht ganz wissen, was sie darauf antworten sollen. Also das heißt also, Marketing-Sprech ist da, genau, aber tatsächlich ist nichts dahinter. Genau, das ist wieder Pareto-Prinzip 80-20, okay, wenn man so häufig anwenden kann. Und das ist so die erste Schnittstelle, wo man eingehen muss. Es ist auch, eine Innovation ist für jeden unterschiedlich. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt sage, irgendwo, wo kriegen wir sauberes Trinkwasser her? Wenn wir früh in die Küche gehen, machen wir einen Wasserhahn auf, das ist vollkommen logisch, da muss Trinkwasser rauskommen. Wir sind nur im Prinzip enttäuscht, wenn das nicht passiert, rufen Handwerker an etc., beschweren uns. Ja. So. Das ist für uns keine Innovation, irgendwo Trinkwasser zu haben. Ja. So wechsle ich den ganzen Fokus einfach Richtung Afrika, Ghana, Namibia etc. und sage dort, wie schaut es denn dort mit der Trinkwasserversorgung aus? Ja. Für die wäre Trinkwasser eine wahnsinnig große Innovation. Okay. Also das kommt immer auf den Kontext drauf an, wo befinde ich mich überhaupt? Und deswegen ist das Entscheidende, dass es für jedes Unternehmen in Ordnung ist, selbst zu definieren, was für dieses Unternehmen in der Branche, wo die unterwegs sind, für die gerade eine Innovation ist. Ja, also im eigenen Unternehmen, wo wir dann immer aktiv sind, war das Thema Seminarverwaltung komplett auf ein Online-Tool umzustellen. Da muss jetzt niemand mehr händisch irgendetwas bearbeiten. Das macht jetzt alles der Computer. Ja, hat natürlich aber bei den Mitarbeitern zu Widerständen geführt, weil jetzt macht es ja der Computer, jetzt mache ich ja nicht mehr. Ja. Also darf ich dann da trotzdem noch arbeiten? Ja. Und deswegen am Anfang erstmal sagen, Innovation für sich als Unternehmen besprechen, erstmal handhaben, was ist das überhaupt? Das heißt also, der erste Schritt ist, das Unternehmen guckt mal auf sich und stellt dort erstmal fest, in welchem Umfeld, in welchem Kontext es selber Innovation kreieren kann. Aber das alleine bringt ihm ja nicht mehr Geschäft. Ja, sondern das heißt also, es sagt jetzt für sich, und ich meine, ich kann ja für mich, ich bin ja in meiner eigenen Blase dann so drin, ja, als Unternehmen, ja, ich bin toll. Kodak definiert für sich, Innovation ist, Digitalfotografie ist keine Innovation. Habe ich jetzt für mich so festgelegt, weil, habe ich natürlich auch Begründungen dafür, ja, macht mir mein eigenes Modell kaputt, ich kann meine Filmrollen nicht mehr verkaufen und so weiter. Also ich habe für mich festgestellt, das ist keine Innovation. Wie gesagt, nur für mich, nicht für außen, nur für mich. Ja. Aber das alleine kann ja wohl nicht ausreichen, weil, richtig, und Kodak ist ja dann ein schönes Beispiel, es hat bei denen nicht funktioniert. Das heißt, ich nehme an, es muss noch was dazukommen, oder sehe ich das falsch? Nö, das ist nur eine sehr, sehr gute Frage, weil man muss das auch abgrenzen. Es gibt ja das eine, was ich erfinde. Nicht jede Erfindung ist zeitgleich auch eine Innovation. Ja. Eine Innovation entscheidet der Markt. Ja, wenn der Markt es kauft, dann wird es als Innovation akzeptiert. Okay. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als Kodak behaupte, das ist für mich eine Innovation, der Markt sieht das aber nicht so, dann ist es keine Innovation. Das ist nur in der Retroperspektive letzten Endes festzustellen. Ja. Okay. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Haben wir auch häufig in Werbespots, wenn wir sehen, gibt es einen schicken neuen Rasierer, meistens sind es dann aus dem Bereich, der innovativste Rasierer, den es jemals gegeben hat. Ja, aber das ist im Prinzip alles nur Marketing-Sprech. Weil am Ende an der Kasse entscheidet sich, das ist es wirklich eine Innovation oder nicht. Und oftmals ist es auch tatsächlich keine Innovation. Er reißt halt jetzt ein bisschen mehr Haare aus. Also eigentlich ist es, wenn man es genau betrachtet, eine Weiterentwicklung. Die kann eine Innovation sein vielleicht. Das ist möglicherweise. Oder seht ihr das anders? Das ist im Prinzip auch definiert. Also wir tun es ein bisschen schwer. Manchmal am Markt wird immer nur von der disruptiven Innovation gesprochen oder der radikalen Innovation. Und das sind dann immer die gleichen Beispiele. Ja. Es ist das iPhone, es ist die E-Mobilität, das sind immer die gleichen Themen letzten Endes. Ja. Es ist das, was letzten Endes den kompletten Markt stark verändert hat. Ja. Darüber wollen Leute sprechen und das ist, finde ich, auch Innovation. Innovation kann aber auch in den Prozessen stattfinden. Auch es kann in der Organisation, in der Struktur stattfinden. Es kann im Produkt, es kann im Geschäftsmodell stattfinden. Und letzten Endes definieren wir da verschiedene Kombinationen. Also wenn ich ein altes Produkt nehme und ich das in einen neuen Markt reinsetze, dann ist das auch eine Form von Innovation, wenn ich da Nachfrage generiere. Ich finde da mal ein schönes Beispiel ist die Firma Lego. Ja, Lego ist ein weltbekanntes Unternehmen, kleine Bausteine, haben wir alle in der Kindheit mitgespielt, tolle Sache. Und heute kommt Lego rum und sagt, in Ordnung, wir brauchen eine neue Kundenzielgruppe, wir machen ein neues Geschäftsfeld auf, wir machen Lego Serious Play.
Ja. Ja. Lego Serious Play ist im Prinzip, ja, ist für Erwachsene. Ist für Erwachsene im Sinne von für Unternehmen. Das ist in der Kreativität, Technik, für Prototyping letzten Endes wird das verwendet und die haben eigene Lizenzen, bilden da ihre Trainer aus, verdienen darüber Geld, vertreiben die Lizenzen und verkaufen natürlich noch mehr Lego, aber nicht mehr an Kinder, sondern an gestandene Geschäftsführer. Tolle Idee, auch eine Form von Innovation, wenn auch nicht gleich das nächste iPhone. Ja. Und ein altes Produkt im alten Markt zu verbessern, ist letzten Endes eine sogenannte inkrementelle Innovation. Ja. Ja? Und das wäre genau das, was wir meinen, wenn wir dann über den Rasierer sprechen. Ja. Oder wenn ein Auto ein Facelift bekommt oder ein iPhone, was auch immer rauskommt danach. Ja? Also jede leichte Verbesserung kann schon auch als Innovation verstanden werden. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass es begrifflich abzugrenzen ist und eben verschiedene Arten und Typen gibt. Wenn ich das mir jetzt so anhöre, dann bedeutet das ja im Prinzip, also Innovation gibt es schon sehr, 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 sehr häufig. Ja? Sei es jetzt inkrementelle, sei es tatsächlich disruptive, wie es damals das iPhone gemacht hat. Wobei wir natürlich wunderbar darüber diskutieren können, hat es das iPhone wirklich gemacht. Aber zumindest mal, es gab einen neuen Schritt nach den beispielsweise Nokia-Telefonen mit den Knöpfen. Ja, kam dann halt ein Handy, lassen wir den Namen weg, das dann das Ganze halt über den Bildschirm gemacht hat. So, war eine tolle Sache. Die Diskussion momentan ist ja sehr, sehr spannend, weil man liest ja im Moment sehr häufig, und deswegen sind Handys, glaube ich, so interessant, da gibt es keine Innovation mehr, weil die sind alle gleich. Stimmt aber ja eigentlich dann nicht nach dem, was du gerade geschildert hast. Die Innovationen passieren dann nur vielleicht in anderen Bereichen, sei es in der Fertigung, sei es im Verkauf, sei es, was man mit dem Produkt, was genauso ist wie vorher, jetzt aber anderes gemacht werden kann. Mhm. Ist das die richtige Herangehensweise an Innovation? Mhm. Unter anderem, definitiv unter anderem auch. Ja. Jetzt stellt sich dann mir aber natürlich eine Frage, wenn ich jetzt also weiß, Innovation bedeutet nicht immer nur dieses Disruptive, dass ich sozusagen die Welt aus den Angeln hebe, sondern auch das Beispiel mit Lego fand ich sehr, sehr schön. Es kann etwas sein, was es schon seit Dutzenden von Jahren am Markt gibt, aber ich benutze es in einem neuen Kontext, das, was du ja auch angesprochen hast. Wie generiere ich dann als Unternehmen daraus ein Modell, womit ich Geld verdienen kann? Wie schaffe ich das dann also, das, was ich als Innovation ansehe und was ich ja eigentlich in dem Moment noch gar nicht weiß, ob es der Markt annimmt, so wie du gesagt hast, ja, Innovation ist dann am Markt erfolgreich, wenn der Kunde es kauft, das ist vollkommen einleuchtend. Aber wie schaffe ich das denn, diesen Switch zu machen von einer tollen Idee, wo ich meine, das ist innovativ, hin zu etwas, was der Kunde kauft? Na gut, dann sind wir im Bereich Geschäftsmodellentwicklung. Ja. Und da ist es, glaube ich, relativ simpel, mal die eigenen Mitarbeiter zu fragen. Okay. Also nicht immer nur von außenrum dann Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc., die das immer nur durchrechnen, sondern einfach mal mit den eigenen Mitarbeitern sprechen, weil die in der Regel gute Ideen haben, wie man solche Sachen an den Markt bringt. Früh als möglich Kunden reinbringen, das Ganze mal testen und mal gucken, nimmt der Markt das überhaupt an? Ja, also im Prinzip eigentlich auf die eigenen Leute hören, weil es gibt genügend Beispiele, auch wieder letztens gehabt, wenn man dann mit dem Produktionsleiter spricht, der seit 30 Jahren da ist, der Mann hat genügend Ideen, der weiß, wie er den Fertigungsprozess innovieren kann und damit optimieren kann, ihm hört nur keiner zu. Das heißt also, ist das letztendlich auch ein Problem von Führung, dass man mit seinen Mitarbeitern anders umgehen muss, als es vielleicht jetzt gemacht wird, dass man im Moment eher so hergeht und sagt, ja, das ist halt die Ressource Mitarbeiter, die haben das schon immer gemacht, du hast gerade gesagt, für 30 Jahre macht er das, der macht so sein Zeug, aber zu mehr ist er nicht gebraucht, ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, ist es eine andere Herangehensweise dann in Mitarbeitern, das damit zusammenhängt, weil das wäre ja dann wirklich, das macht ja das Feld exorbitant auf. Ja, also das Spannende daran ist, egal, wenn ich jetzt sage, ich beschäftige mich mit dem Thema Innovation, ich mache einen Innovationsworkshop, ich mache einen Innovationsprozess. Ja, was ja viele machen. Was ja viele machen, dann kostet es ja natürlich Zeit, Zeit gleich Geld. Dann arbeite ich da über 6 Monate, mache 10 Workshops, gebe Unsummen an Geld aus und am Ende stelle ich fest, naja, gut, jetzt haben wir was, aber so wirklich ziehen tut's nicht. Ja. So. Und dann gibt es so Diskussionen, wenn wir in Workshops drinnen sind, wo am Anfang diese Offenheit vielleicht noch nicht da ist, dann kommt, ach ja, der Carsten hat eine Idee. Und ich, Fabian, bin grundsätzlich gegen alle Ideen, die der Carsten hat, weil der Carsten blöd ist. Ja, so. Ja, das so hört man. Also nicht mit mir jetzt unbedingt, aber mit Mitarbeitern in der Tat. Absolut, bin vollkommen bei dir. Wir können auch ein Ashley als Beispiel nehmen. Ja, alles, was Ashley sagt, ist dumm, deswegen mag ich die Idee nicht. Ja. So, und deswegen gehen wir halt her und sagen, bevor man sich auch mit dem Thema Innovation an für sich groß austobt und auch Zeit, Mühe, Geld investiert, sollen wir auch erstmal dieser Blick nach innen zu gucken, wie sind wir denn gerade aufgestellt, sitzen da auch alle Betroffenen am Tisch und ist überhaupt eine Offenheit da, sich über das Thema Innovation auszutauschen, weil ansonsten kann ich auch das Fenster aufmachen, kann die Geldscheine nehmen, kann sie auch einfach rausschmeißen. Also freut sich derjenige, der auf der Straße Geld aussammelt. Und wie ist dann eure Herangehensweise? Du hast es auch schon gerade angesprochen. Ihr geht dann in die Firmen rein, ihr guckt euch das an,
den Blick nach innen, ihr guckt auf die Mitarbeiter, ihr guckt auf das Mindset offensichtlich. Können die überhaupt mit Innovationen umgehen? Du hast das wunderbare Beispiel gebracht. Ja, ich kann tolle Ideen haben, wenn alle Mitarbeiter sagen, ja, aber wir machen es nur deswegen nicht, weil wir halt den einfach nicht leiden können, der die Idee hat. Oder auch, weil das ist, der kommt immer mit solchen blöden Ideen an. Und wir können es einfach nicht mehr hören. Wir wollen in Ruhe arbeiten, mit dem wollen wir einfach nicht mehr. Ja? Dann ist das doch schwierig. Wie geht ihr dann damit um? Erstmal analysieren, also erstmal das mitbekommen. Ich nenne es immer, das Beispiel, wo wir gerade haben, sind sogenannte, ich nenne es immer Kindergartenkonflikte. Also da ist eigentlich das Entscheidende, dass der Führungskraft auch mitzuteilen und zu sagen, da muss jetzt auch die Führung in irgendeiner Form mit einschreiten. Ja. Also entweder, sagt man, man redet mit den Leuten und sagt einfach, Leute, es ist ein Kindergartenkonflikt, es geht hier ums Größere, es geht ums Unternehmen, es geht um Arbeitsplätze etc. Dass die von sich aus intrinsisch motiviert sind. Damit kriegt man eigentlich auch wieder die meisten, 80-20. Oder es gibt auch manche Stellen, ich meine, wir reden hier über Unternehmen, wir reden über Betriebswirtschaft. Es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, irgendjemand als Mitarbeiter passt nicht zu der Vision, zu der Strategie des Unternehmens. Ja. Also das ist auch eine mögliche Lösung. Die vergessen die meisten dann immer, weil das wird immer gehypt mit, wir müssen uns miteinander reden, wir müssen kommunikativ sein, wir müssen uns gegenseitig motivieren. Aber die rote Karte, sage ich mal, wir können auch noch Mitarbeiter wieder freisetzen, ist natürlich immer noch da. Das heißt, also im Prinzip ist es ein Blick, erstmal Analyse dessen, was schon da ist. Kann man das so sagen? Also eigentlich, die Leute, man liest ja momentan sehr häufig, wir müssen Innovationsworkshops machen. Eigentlich höre ich jetzt hier so ein bisschen raus, man müsste erstmal den Blick nach innen richten, gucken, ob überhaupt die Basis da ist, dass wir das machen können. Oder wie ist das? Wie ist eure Erfahrung? Das ist vollkommen richtig. Also es muss definitiv so eine Art Innovationskultur geschaffen werden. Ja. Die Mitarbeiter müssen auch verstehen, warum sie es tun. Das ist wie in jedem Veränderungsprojekt. Change Management ist immer Widerstand. Man muss die Leute beteiligen, dass sie sich auch als Teil dessen selbst betrachten. Ja. Dann gewinne ich sie auch für mich und dann habe ich auch deren Engagement. Das ist natürlich immer in der Theorie leichter als in der Praxis, aber das ist definitiv die Grundvoraussetzung. Jetzt war die Frage, schauen wir jetzt nur in die Organisationen? Ja. Das ist ja und nein. Also es gibt zwei Ansätze, wie man, so denken wir, arbeiten kann. Es gibt die Outside-In- und die Inside-Out-Innovation. Jetzt haben wir gerade Inside-Out betrachtet, weil wir gesagt haben, aus der Organisation heraus. Ja? Jeder im Unternehmen ist sein eigener Experte und jeder Mitarbeiter hat Expertenwissen und dieses Wissen gilt es letzten Endes abzuzapfen und damit arbeiten zu können. Ja. Es gibt aber auch das, was wir ganz am Anfang definiert haben, wo wir über Schumpeter gesprochen haben und gesagt haben, was passiert, wenn die Märkte sich verändern? Ja, Netflix ist da, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, es ist unglaublich skalierbar, es hat eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Es ist digital, ich kann es überall abrufen, ich kann es jetzt auf dem Handy schauen, ich kann es daheim schauen und so weiter. Das heißt, irgendwas ist im Markt passiert, das kann ich ja nicht ignorieren. So, und da ist die Frage natürlich sehr schnell, wie können wir uns denn davor schützen oder wie können wir denn Pionier, First Mover werden auf unserem Gebiet? Ja? Ja. Und da ist im Prinzip die Outside-In-Betrachtung relevant. Da arbeitet man oder arbeiten wir stark mit trendbasierten Annahmen, Szenario-Management-Techniken, wo wir halt einfach sagen, es gibt sogenannte Megatrends, die sind halt nun mal global erfasst, die gelten über einen gewissen Zeitraum und die betreffen uns irgendwo ein Stück weit alle. Ja. Ja? Ob das jetzt die Nachhaltigkeitsfrage ist, ob das für immer jung ist, ob das diverse Lifestyle-Produkte sind, die genau aus diesen Gründen gerade erfolgreich am Markt sind, man denkt an Gin, das sind alles Themen, die kann man jetzt schon betrachten. Wenn wir die ordentlich aufarbeiten, und das tun wir letzten Endes, leiten wir daraus Strategien ab, dass wir sagen, was könnte morgen auf uns zukommen? Und auf Basis dessen fangen wir an, dann auch Kreativitätstechniken anzuwenden, um Ideen aufzubauen. Ja, viele auch aus dem Bereich der ganzen agilen Tools, weil agile Organisation ist ein Riesenthema auch momentan und die haben unheimlich tolle viele Methoden, mit denen wir auch gerne arbeiten. Ja. Die binden wir in ein Gesamtkonzept ein, wo wir letzten Endes einen Fahrplan in die Zukunft aufbauen, dass wir im Prinzip nicht Opfer dieser Zerstörung werden oder der schöpferischen Zerstörung werden, sondern idealerweise vielleicht sogar die schöpferische Zerstörung anreizen, dass wir sie antreiben, sage ich mal. Ja. Das können aber dann im Prinzip sowohl etablierte Unternehmen machen, die einfach also beispielsweise ein neues Geschäftsfeld erschließen wollen, als auch natürlich für mich klingt das optimal für Startups oder insgesamt für Leute, die einfach sagen, hey, ich habe vielleicht schon eine Idee oder ich suche eine Idee für etwas, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, was auch immer, das ich in den Markt bringen möchte. Ja. Also für gewöhnlich empfehle ich immer, wenn es kleinere Unternehmen sind, die vielleicht vom Wandel betroffen sind, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, sei es personell oder finanziell, völlig gleich. Da ist es sinnvoll, über Projektarbeiten. Dann arbeiten wir gerne in Projekten, setzen ein Projekt auf und beraten und holen
bieten den Unternehmen kurzfristig letzten Endes Expertise von außen, ja, um wieder auf die richtige Richtung zu kommen, ja, idealerweise. Wenn es größere Unternehmen sind, dann empfehlen wir eher, ein Innovationsmanagement in der Organisation zu implementieren und aufzubauen. Ja, das heißt, wir bringen nicht nur den Fisch für heute Abend, sondern wir bringen, ja, idealerweise das Angeln bei. Ja. Ist natürlich ein deutlich größeres Projekt, aber das Unternehmen kann dann langfristig all das, was wir können, auch alleine weiterführen. Ja, genau. Das ist dann es braucht halt nur selber sozusagen die Tools, um das dann machen zu können. Jetzt ist das ja so, ihr habt ja auch ein Format entwickelt, um das tatsächlich zu trainieren, das sogenannte Luxcamp. Ganz am Ende, da wollen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ja genauso etwas, da geht ihr ja tatsächlich den Weg von der Idee bis zum Geschäftsmodell. Was verbirgt sich da genau dahinter? Ja, also beim Luxcamp kann man wirklich sagen, man braucht eine Idee. Mit einer Idee kann man kommen, egal ob man jetzt Startup ist, egal ob man schon selbstständig ist, egal ob man ein Unternehmen hat und sagt einfach, ich möchte diese Idee mal durchspielen, so nach dem Motto. Und dann geht es relativ entspannt durch zwei Tage, in der diese Idee auf Herz und Nieren geprüft wird. Die wird komplett zerstört, die wird neu aufgebaut, die wird durch ein Trendradar geschickt und am Ende dann natürlich so aller Fernsehformate, die man so kennt, auch vor einer Fachjury gepitcht, die dann aus interdisziplinären Teams quasi kommen, aus verschiedenen Branchen, aus dem Bereich Recht, aus dem Bereich Steuern, aus dem Bereich PR, aus dem Bereich Produktentwicklung und so weiter und so fort. Okay. Und dann habe ich nach zwei Tagen wirklich so, taugt diese Idee für ein Geschäftsmodell? Lohnt es sich da weiter Mühe und Zeit und auch Geld zu investieren? Oder ist es was, okay, das war jetzt von meiner Liste die erste von den 20, okay, die war es halt nicht, mache ich halt mal mit der nächsten weiter. Und da ist halt auch das Entscheidende, wir lernen den Leuten, sich selbst zu helfen. Also es ist nicht unsere Intention zu sagen, wir machen jetzt zwei Tage Workshops und die Leute sind total überfordert und wissen danach gar nicht, wie es jetzt weitergeht, sondern sie sollen einen klaren Leitfaden dann haben, wo sie sagen, hey, beim Ashley und beim Fabian haben wir was gelernt, wir können jetzt selber was tun. Okay. Ja, das ist ein bisschen das. Jetzt haben wir ja über viele Sachen gesprochen, auch dieses Luxcamp ist ja letztendlich ein Tool, Innovationskurse sind ein Tool, Innovationsmanagement implementieren ist ein Tool. Wenn ich jetzt euch abschließend fragen würde, jeden von euch beiden, gibt es einen Tipp für ein Unternehmen, der jetzt dieses Video sich anschaut und sagt, okay, habe ich verstanden und so, aber wie kann ich anfangen? Das ist ja meistens dieses Problem, überhaupt dieser erste Schritt. Gibt es einen universellen Tipp, wo ihr sagt, hey, du hast das jetzt hier gesehen, du weißt noch nicht genau, was du machen sollst, aber so könntest du beginnen. Gibt es da etwas, wo ihr sagt, das wär's jetzt? Ich würde jetzt ganz frech sagen, man könnte uns kontaktieren und wir gehen gerne ins Erstgespräch mit den Leuten. Also ansonsten Literatur definitiv, sich auch mal mit dem ganzen Thema. Also befassen mit dem Thema. Ja, mit dem Thema wirklich befassen, es begrifflich auch abgrenzen, lernen zu verstehen, vielleicht mal das ein oder andere Buch am Markt lesen, das gerade einfach auch gehypt wird, auch begründet gehypt wird und sich einfach mal beschäftigen. Nicht einfach nur annehmen, dass irgendwer gesagt hat, wir sollen agil sein, aber dann die Leute vergessen. Nicht einfach überall Scrum rufen und Design Thinking und Kanban und dann hoffen, dass es was wird, sondern sich wirklich mal intensiv mit den Sachen beschäftigen und gerne auch auf uns zukommen, wenn es ist. Also wir stehen ja genau für diese Themen zur Verfügung. Fabian, dein Tipp? Wahrscheinlich würde ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Also und erstmal am nächsten Früh abwarten, ist das Thema immer noch präsent, bewegt es mich wirklich? Ja. Weil nur wenn es mich dann am zweiten Tag auch noch wirklich bewegt, dann bin ich auch bereit, was zu verändern. Und dann würde ich auch einfach mal zum Hörer greifen, irgendjemanden anrufen. Es ist ja meistens so in unserer vernetzten Welt durch das Thema Digitalisierung. Ja. Irgendjemand kenne ich ja, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat. Ja. Und den würde ich dann einfach mal anrufen. Wenn es zufällig einer von uns beiden ist, wunderbar. Ansonsten auf der Homepage findet man auch halt, rufen wir von uns. Wenn das jetzt jemand sieht, genau, und dann sich sagt, Mensch, das ist gar nicht so unclever, was die da so von sich gegeben haben. Wie kann man euch kontaktieren? Wie gesagt, über die jeweilige Homepage. Also wäre die? Das wäre bei mir pre-vision.de. Okay. Da ist auch der Hengeler drauf zu sehen und da bin ich auch dabei mit Team. Okay. Und genau, bei dir ist es? Fabian Engelhardt. Bei Google eingeben. Heutzutage Domains muss man sich ja nicht mehr merken. Perfekt. Die Namen und dann findet man uns auch. Fantastisch. Dann sage ich vielen, vielen Dank euch für die Zeit, für diese, glaube ich, doch auch für unsere Zuschauer sehr spannenden Einblicke, weil man halt gesehen hat, innovativ sein. Innovation bedeutet nicht einfach nur irgendwas Neues machen, ja, wie man es immer wieder so hört. Wir machen jetzt halt mal was Neues. Ja, man muss ja offensichtlich mal überlegen, was bedeutet eigentlich Neues gerade für uns. Und das fand ich super, dass ihr das mal wirklich so auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt habt. In der Kürze der Zeit natürlich. Vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Expertentalk. Tschüss.